Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Banishers Ghosts of New Eden. Ja, in der letzten Folge sind wir hier zur Windmühle gekommen und haben hier unten eine unterirdische Höhle erreicht. Und in dieser Folge würde ich sagen, dass wir diese Höhle erst einmal erkunden. Ich habe irgendwas gehört gerade. Zähl du auf das Herz. Ich kümmere mich um die Wurzeln. Ah, dann habe ich das wahrscheinlich gerade gehört. Okay. Moment, Moment. Also, wir haben... Verflucht nochmal. Noch ein Klagegeist, der als Wächter missbraucht wird. Mhm. Wir haben hier das Original. Das eins, wo wir drauf zielen. Wir haben aber nur eins hier, oder? Das geht nur ein Ding weg. Ist das richtig? Anscheinend nicht. Anscheinend geht hier noch mehr weg. Oh, Moment, hier ist noch eins hinter. Okay. Okay, okay. Frage ist, sind das nur die zwei? Da sind drei, die da weggehen, oder? Links ist eins, darauf habe ich geschossen. Rechts ist eins, das wird wahrscheinlich... Oh, das ist das obere. Und links geht noch eins weiter runter, kann das sein? Weil ich denke immer noch, dass es drei sind. Ich bin mir jetzt aber nicht so ganz sicher. Hier ist noch ein Aufzug. Kann man den holen? Oh ja, okay. Ich hoffe jetzt aber mal nicht, dass ich jetzt hier runtergehen muss, um da das dritte noch freizulegen. Also ich probiere es jetzt erstmal mit den beiden hier aus. Und dann, Moment, wo war jetzt das zweite? Achso, doch hier in der Ecke. Ich probiere es erstmal mit den beiden aus und dann gucke ich nochmal, ob das ausreicht oder ob wir tatsächlich noch ein drittes suchen müssen. Ich denke eher, dass wir noch eins suchen müssen, aber man weiß es nicht. Okay, funktioniert so. Ja, meistens ist es ja so, dass man drei hat und dann, wie jetzt zum Beispiel, dann gibt es wieder sowas, wo man dann nur zwei hat. Ich glaube, einmal hatte ich sogar auch nur eins da drin. Da weiß man halt nicht immer, ob man jetzt alle hat oder nicht hat. Das muss man halt immer ausprobieren. Scheußliche Verschmelzung, okay. Will ich wissen, was das ist? Na gut, ich denke mal, wir sammeln mal eben die Sachen hier oben ein, wenn wir hier noch was finden. Und dann... Achso, waren die einzelnen Kisten, ne? Und dann nehmen wir tatsächlich mal den Aufzug nach unten und kriegen die Krise, was da auf uns wartet. Also ich kriege jetzt schon die Krise, aber... oh Gott. Klagegeist ist immer so eine Sache, ne? Okay, dann der Eck doch da hinten. Juhu. Silber, sehr schön. Silber in einer Höhle, ist immer gut. Okay. Oh Gott, ich befürchte wirklich das Schlimmste. Ja, bloß nicht ausweichen. Kein Thema. Ich
glaube, der mag keine Geister, kann das sein? Also, der hat hier so Totems, die müssen wir auf jeden Fall kaputt machen. Alter, was war das? Alter! Kommt der her? Warum bist du so stark? Konzentrier dich. Ja, weich aus, Junge, weich aus. Euer Ernst hier. Zeit, diese armen Seelen zu erlösen. Na? Vorsicht! Oh Gott! Oh. Oh Gott, ja. Ja, ja, oh Gott. Alter, was bist du? Wo kommst du her? Und warum stirbst du nicht? Weil du schon tot bist, ich weiß. Hey, der ist aber. Der stirbt wirklich nicht, wenn man da genau auf den Kopf zielt. Was ist denn das? Nee, der heilt sich immer wieder. Oh Gott. Wieso heilt er sich immer wieder? Bewegung, Red. Verstehe den Sinn irgendwie nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin. Du bist ein Visier. Ja, echt? Solange er nicht ausweicht, bin ich immer im Visier. Da müsste doch noch eine Fessel eigentlich sein, oder nicht? Das wäre widerlich. Wenn das alles vorbei ist, gehe ich vielleicht in den Ruhestand. Dir würde das doch fehlen. Das weißt du. Red. Schau dir das an. Hä, das war's schon, oder was? Ich dachte, das ist jetzt voll der große Bossgegner oder so. Musste ich jetzt nur auf den Großen schießen, oder wie? Hä? Ernsthaft? Sieh dir was an. Ich meine, hier ist viel zum Ansehen, aber die toten Tiere untersuchen. Welche toten Tiere? Hallo? Ach, da. Okay. Gott, ich stehe jetzt hier. Tote Tiere. Schon wieder. Aber andere Symbole, andere Magie. Sie wurden anscheinend als Köder verwendet. Konnte er sich so am Klagegeist vorbeischleichen? Klingt logisch. Muss sie das immer machen? Ich denke immer, dass dann einer da ist. Mit diesem Geräusch. Dass der sich immer wieder geheilt. Ich habe das jetzt gar nicht mitbekommen, dass der sich immer wieder geheilt hat, bis ich das dann gesehen hatte. Jetzt gucken wir hier aber auch nochmal, wo diese komischen Totems waren. Notizen zum Ritual einer Sekte? Wiederbelebungsritual. Erster Versuch, 22. Dezember 1637. Schwein. Erfolg. Der Effekt hat nur wenige Minuten angehalten. Zweiter Versuch, 25. Dezember 1637. Huhn, Erfolg. Das Huhn hat viel länger durchgehalten als das Schwein. Liegt das an seiner geringeren Größe, sodass es weniger Essenz benötigt?
Dritter Versuch, 27. Dezember 1637. Rind. Fehlschlag. Der Kadaver war wohl zu groß. Das Ritual hatte überhaupt gar keinen Effekt. Okay. Die kann man kaputt machen. Komme ich da durch? Ja, da komme ich durch. Und werde auch gleich wieder angegriffen, so wie das aussieht. Kommt man hier weiter? Ne, steht jetzt hier nicht direkt drin. Da ist so eine komische Nebelwand. Finde ich nicht gut, was hier gerade abgeht. Hallo, machst du das mal weg? Ich glaube nicht, dass ich dir dabei helfen kann. Schon in Ordnung, du hast es versucht. Nee, nix da. Es gibt hier kein Versuchen. Es gibt nur Machen. Hallo? Ja, es war so klar. Es war so klar. Willst du alleine Spaß haben? Ja, würde ich gerne, aber du kommst ja immer dazwischen. Nein, ich habe sie hier gerufen, also von daher. Jetzt ist das... Ach nee, jetzt ist das aber nicht anders als eben. Kann sie es aber vielleicht jetzt? Nee, ist immer noch verschlossen, ne? Das heißt, man muss erst versuchen, ob man es kann und dann... Moment, durch den Riss gehen. Welchen Riss? Oder dieses große, was hier war? Aber das ist doch nicht mehr da. 14. Es kommt auch nicht näher. Jetzt ist es wieder weiter weg. 13. Ist anscheinend doch hier. Oh nee, ist das so ein Riss? Moment, haben wir hier... Ach so, ja, das sehen wir ja nicht, ne? Ob da hinten eine Sackgasse ist? Oder kommen wir da überhaupt durch? Fragen wir es mal so. Nee, kommen wir auch gar nicht durch. Das sah nur so aus. Okay, dann müssen wir wohl... Oder übel? So... Hier sind wir nun. Dann treten wir jetzt wohl in die Leere ein. Das tun wir wohl. Es hat ja gesagt Leere. Also muss das auf jeden Fall richtig sein. Rituale, ein Leeres, etwas Unheimliches, das in der Luft liegt. Da kann Lemmy ja nicht weit sein. Mhm. Hexensuche abgeschlossen. Wieso? Wir haben sie doch noch gar nicht. Also die Hexe, die wir gesucht haben. Und noch dazu, Lemmy haben wir auch noch nicht. Aber gut, wenn er jetzt in der Nähe... Irgendwas hat mich im Griff. Geisterschutzvorrichtung. Mhm. Die müssen dann... Oder von der anderen Seite. Weil von hier aus sehe ich nichts. Müsste dann aber relativ... Achtung, Geisterschutzvorrichtungen. Relativ hier am Anfang sein, ne? Ja, ich höre schon was. Die Schutzvorrichtungen arbeiten doch gut. Er hätte nicht so viele Vögel töten müssen. Dämonologen setzen auf Nekromantie. Vielleicht wollte er sie nach Abschluss seines Plans zurückbringen. Tja. Nekromantie, ne? Habe ich ja bereits am Anfang von dieser Sache erwähnt. Geisterschutzvorricht. Es ist furchtbar ruhig. Warum ist es so furchtbar ruhig? Kein Geisterschutz mehr. Danke. Unscharf hier um mich rum teilweise. Trotz 2K, das ist schon komisch. Tut auch so ein bisschen in den Augen weh, wenn ich ehrlich bin. Oh, ich höre was sich gar nicht gut anhört hier.
sind keine guten Geräusche. Zerstöre die Geisterschutzvorrichtungen, wenn du mich wieder an deiner Seite haben willst. Ja, sie hat zwar von mehreren gesprochen, aber anscheinend reicht eine aus. Das hört sich an, als ob hier irgendwas direkt neben mir ist. Das ist nicht gut. Achso, das ist eine Fackel. Ich gucke hier die ganze Zeit, ob ich hier irgendwas habe, was ich wegschießen kann. Ne? Also nicht wundern. Ich suche jetzt nicht hier irgendwie, was ja die ganze Zeit am... Ja, am Kichern ist, sag ich mal, sondern ich guck, ob man direkt was wegschießen kann, bevor irgendein Bosskampf beginnt. Okay. Hier sind Tote. Schämen. Sie haben uns noch nicht bemerkt. Bleib unten. Bleib unten. Wie soll ich unten bleiben? Wie kann ich mich denn ducken? Moment, ich weiß überhaupt nichts mehr. Den Sprint kann ich noch sagen, ja. Das ist aufladen. Das ist ausweichen. Das war der lange Angriff, natürlich. Blocken. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt überhaupt ducken soll. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich nicht um den Kampf drumherum kommen. Oder sie meint damit einfach nur, ich soll hier hin. Shit. Shit, wie viele sind denn hier noch? Und wo zur Hölle müssen wir eigentlich hin? Achso, keine Karte. Okay, das heißt, ich muss mich auf jeden Fall hier durchschlagen, so wie es aussieht. Wenn ich einen angreife, dann kommen sie alle, oder? Nehme ich an. Ich weiß halt nicht, wo ich hin muss. Das ist das Problem. Ich muss mich da durchschlagen. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo ich hin muss. Hier muss ich nicht hin. Ich dachte gerade, da ist ein Wegweiser, aber da hinten muss ich wahrscheinlich hin, ne? Aber da die Schemen... Gut, die sind so ein bisschen daran gebunden. Achtung. Geisterschutzvorrichtungen. Noch kann ich wechseln. Ich will halt nur aufpassen, dass ich sie auf jeden Fall noch mit dabei habe, weil sie ist ja nicht gerade schwach, ne? Das Problem ist halt eben, ich kann... Ja, sie duckt sich, toll. Ich kann mich aber nicht ducken. Ich habe keine... Oder? Moment. Also ihr seht gerade selber, ich bin jetzt hier in der Tastenbelegung extra nochmal drin. Es gibt keine Taste fürs Drucken. Entweder, fürs Ducken. Entweder bin ich jetzt total doof, ich habe jetzt hier dreimal alles durchgeguckt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr was gesehen habt, was ich nicht gesehen habe. Ich sehe hier nicht, dass man sich ducken kann. Deswegen verstehe ich auch nicht so ganz, warum sie sich ducken kann. Das ist unfair. Und ja, ich werde wahrscheinlich... Alter, ich werde wahrscheinlich irgendwie so mittig da durch müssen. Vorsicht, und dann kommen jetzt alle auf mich zu oder so. Ein Ariadne-Faden, der einen durch die Leere geleitet. Äußerst nützlich. Ja, sehr nützlich, bis die Maus den Faden abbeißt und du richtig gearscht bist. Was soll ich denn jetzt machen? Hallo? Untersuchen bringt mir nicht viel. Oh Gott. Kann ich da durch? Muss ich da durch? Hier rechts ist nichts, ne?
Das ist auf jeden Fall so ein Kaninchen. Ah, okay. Gehen wir doch mal hier hoch. Ich meine, ich kämpfe auch gegen die, ist kein Problem. Aber ich denke mal, dass das nicht gewollt ist, weil sie ja auch sagt, Kopf runter, ne, in Deckung bleiben und so. Deswegen möchte ich das halt auch mal versuchen, das so hinzukriegen, wie man es halt eben soll. Rechts oder links? Jetzt haben wir natürlich keine Karte. Na toll. Sowas hasse ich, wenn man dann keine Anleitung hat, wo man dann da hinkommt. Also zumindest ne, eine Map oder so. Ist hier irgendwas Großes, oder? Ich hoffe mal nicht. Gruseliges Versteck. Alter! Die Brut des Gouverneurs hat ein Flair fürs Dramatische. Muss die immer dann kommen und so kommen, dass sie mich voll erschreckt? Blöde Kuh, geh mir aus dem Weg. Der Kadaver ist anders. Ist wohl an einer Krankheit gestorben. Ja, alles tote Tiere hier, ne? Ach, es ist doch blöd. Da hinten geht's auch noch weiter. Karte der Eggen. Ja, die hätte ich vorher gebrauchen können. Eine von Hand gezeichnete Karte der Eggen mit den Initialen E.R. darauf. Zwei Orte wurden eingekreist. Die verlassene Mühle und der Gottesacker. Die Schleier zwischen dem Arulu und der Lebendwelt scheint an diesen beiden Orten besonders dünn zu sein. Ein Riss? Okay. Obscurus, Dämonologenschriften, schlimmes Wort. Geistererscheinungen können mithilfe von verschiedenen bekannten Ritualen kontrolliert werden oder zumindest in die richtige Richtung gesteuert werden. Diese müssen mit äußerster Vorsicht durchgeführt werden, um die Kontrolle nicht zu verlieren. Was ansonsten katastrophale Folgen haben könnte. Eine unleserliche Gleichung. Wenn die gesprochenen Worte der Macht in ihrer Stärke auch nur um den Wert 0,1 abweichen und keine angemessenen Schutzmaßnahmen ergriffen wurden, wird der Geist zwar erscheinen, sich aber nicht dem Willen des Dämonologen beugen. Dies gilt es in jedem Fall zu vermeiden, denn es kann schwere Verletzungen, den Tod oder noch Schlimmeres nach sich ziehen. Das ist wirklich dunkle, falsche Magie. Ja. Sie ist verboten. Ich hab's gelesen. Manchmal mache ich mir Sorgen um dich. Ich sag nur Friedhof der Kuscheltiere, ne? Das ist auch mitunter ein Grund, weshalb ich sie nicht zurückholen wollte. Widerlich. Was ist das für ein Zeug? Verbannerregel Nummer 4. Wenn Schleim austritt, nicht anfassen. Wieder ein verbocktes Experiment? Vielleicht entstammt es ursprünglich der Lehre. Oh. So, ihr könnt mich also sehen. Ihr steckt doch voller Überraschungen, mein junger Master. Ihr müsst reden. Der Geist einer Verbannerin? Wahnsinn! Wie in Gottes Namen habt ihr mich gefunden? Ach, egal. Dem Herrn sei Dank dafür. Ich hatte schon befürchtet, hier alt zu werden. Was? Naja, ihr versteckt euch in der Leere, glaube ich, eher nicht. Das hört sich eher so an, wie sitzt ihr hier fest? Stecktet ihr hier fest? Im Aralu. Eigentlich war ich auf der Suche nach der Quelle des Gifts. Ich habe mein Können vielleicht etwas überschätzt, aber wenn man schon irgendwo feststeckt, dann doch lieber an so einem großartigen Ort wie diesem, ne? Verratet mir doch, wie ihr an dem Wächter unter der Mühle vorbeigekommen seid. Habt ihr eine Attrappe verwendet? Wir haben gegen ihn gekämpft. Wechselt nicht das Thema. Ihr habt ihn bekämpft, aber natürlich. Gute Sache. Ich hatte befürchtet, er hätte mich nun durchschaut. Oh, aber ich habe so viele Fragen. Wir sind nicht zum Spaß hier, Junge. Außerdem stellen wir hier die Fragen. Oh, natürlich. Was mir jetzt gerade zum ersten Mal auffällt, er hat schon einen Bart, ne? Ich dachte immer, der wäre wirklich so jung, auch wegen der Stimme, weil die so jung gestellt ist. Ich dachte, er ist so 16 oder so soll der vielleicht sein, aber der wird schon, denke ich mal, an die 20 bestimmt sein. Wir müssen uns über Caleb Watson unterhalten.
Warum zum Teufel habt ihr ihm ein Wiederbelebungsritual gegeben? Ruths Tod hat den armen Caleb schwer mitgenommen. Er war so einsam und da habe ich ihn oft in seiner Werkstatt besucht. Wir haben viel geredet. Er interessierte sich sehr für meine Arbeit und konnte gut zuhören. Als er erfuhr, dass man sie zurückbringen könnte, hatte er nur eine Frage. Wie? Ja, eine wirklich tolle Geschichte. Ja, ihr habt seine Trauer ausgenutzt. Kann natürlich sein, weil er sowieso hier dran ist, dass er gerne wissen würde, ob das alles so funktioniert. Männer, die Trauer und schwarze Magie zusammengebracht hat. Eine wirklich schöne Geschichte. Ich hätte mehr Vorsicht walten lassen sollen. Das war purer Leichtsinn. Wir haben gerade eine Hexenjagd. Euer vermasseltes Ritual könnte euch das Leben kosten. Ihr habt recht und es tut mir leid. Ich fand es in einer Ausgabe von De Occulta Philosophia von Cornelius Agrippa von Nettesheim. Überragendes Buch. Ich habe schon einige illustre Okkultisten getroffen und keiner besaß eine authentische Kopie des Agrippa. Bei der Übersetzung oder beim Druck gehen oft Nuancen verloren. Ich wage zu bezweifeln, dass eure Ausgabe da anders ist. Natürlich. Die Macht liegt in den Worten und meine waren falsch. Deshalb hat es nicht funktioniert. Wie faszinierend. Ja, die Nachforschungen bringen ihn auch in Gefahr. Aber er muss generell diesen Weg verlassen, weil Dämonologie ist nichts, wo man mit spielen darf. Das ist nichts, ich sag mal ganz blöd, was in den falschen Händen sein soll. Es ist nichts Gutes, um es abzukürzen. Und klar, er muss auf jeden Fall den Weg verlassen. Ihr verwechselt Torheit mit Kühnheit. So dürft ihr nicht weitermachen. Das Ansammeln von Wissen kann doch sicherlich keine Sünde sein. Werdet ihr das auch noch sagen, wenn Pennington euch der Hexerei bezichtigt? Ihr dürft nicht vergessen, was Deborah widerfahren ist. Miss Comenius. Ja, selbstverständlich erinnere ich mich an sie. Euer Vater gab uns auf, dies alles zu untersuchen. Wir müssen das Mysterium aufklären. So oder so. Ah, ich glaube, ich verstehe langsam, auf was ihr hinaus wollt. Ich könnte also ein klitzekleines bisschen in Gefahr schweben. Ja, nicht nur ein bisschen. Es erweckt den Anschein, als würdet ihr knietief in euren Forschungen stecken. Was genau macht ihr hier? Ich suche natürlich nach dem Ursprung für den Fluch, der auf den Harrows lastet. Und ich habe auch schon eine Theorie dazu. Natürlich habt ihr das. Sprecht. Zuerst dachte ich, das Wasser wäre vergiftet worden, aber mein Vater hat den Brunnen versiegelt und die Leute wurden trotzdem weiter krank. Sie haben nach Hexenwerk gesucht, zwar ein närrischer Aberglaube der ungebildeten Massen, und doch ist ein Hauch Wahrheit daran. Seht ihr, das Aralu verdirbt New Eden. Sein Einfluss reicht bis in die Harrows. Die Beweise dafür sind überall zu sehen. Meint ihr mit Aralu die Leere? Keiner der Namen wird diesem Ort gerecht. Dieser Ort ist unbeschreiblich. Das Aralu, Mr. McGrath, besteht aus dem Stoff, aus dem unsere ältesten Mythen sind. Ist das nicht unglaublich? Hallo? Wie könnt ihr euch sicher sein, dass die Leere die Region verdorben hat? In New Eden ist die Schwelle zwischen unserer Ebene und dieser dünn. Selbst ich, ein Novize, kann das Grenzgebiet erreichen und noch weitergehen. Außerdem bin ich der Meinung, dass es nicht das erste Mal ist. Vor einigen Jahren wurde New Eden schon einmal von einer Epidemie heimgesucht. Stimmt. Das hat man uns in Fort Jericho erzählt. Ich glaube, die erste Epidemie war ein Ergebnis der relativ großen Durchlässigkeit der Grenze zwischen New Eden und dem Aralu. Aber während sich damals das Fleisch entzündete, werden heute Gedanken und Geist korrumpiert. Und ich glaube, ich habe die Quelle gefunden. Es gibt eine Substanz, einen merkwürdigen Schleim. Er ist euch vielleicht schon aufgefallen. Ich halte ihn für die wahre Quelle des Gifts in den Harrows. Er hat einen ganz eigenen Gestank. Wenn ich ihn rieche, vernebelt er zunächst meine Gedanken. Dann verliere ich die Kontrolle über meinen Körper.
okay. Kann ich alles fragen? Ich hoffe mal ja, ne? Was hofft ihr an der Quelle des Schleims zu finden? Ein Heilmittel. Der Schleim sickert in unsere Welt und macht uns krank. Vielleicht kann ich ihn aufhalten. Leider kann ich die Quelle nicht erreichen. Das Aralu ist ein imposanter Ort. Komplex. Ein Irrgarten, der sich ständig verändert, sich neu formiert. Dieser Isthmus zum Beispiel. Der Schleim trat aus einem Riss im Boden aus, aber das Terrain formte sich neu. Und nun komme ich dort nicht mehr hin. Vielleicht finden wir einen Weg hindurch und können einen Blick auf diese sogenannte Quelle werfen. Das würdet ihr? Das wäre wunderbar. Würde es euch etwas ausmachen, Notizen zu machen? Ihr seht Geister. Ihr schlendert durch die Leere, als wäre sie euer Garten. Ihr kennt verbotene Rituale und gebt sie weiter. Wer seid ihr wirklich? Ich bin Lamy Haskell. Ein Mann vieler Wissenschaften. Ich strebe, so könnte man sagen, nach der ultimativen Wahrheit. Das wirft mehr Fragen als Antworten auf. Was sind die Säulen des Universums? Was regiert unsere Existenz? Verändern wir als Okkultisten die Welt oder kratzen wir nur an der Oberfläche? Jede neue Disziplin enthüllt eine weitere Schicht der Realität. Ich bin noch am Anfang, aber sieh schon, wie weit ich gekommen bin. Erstaunlich, oder? Ihr habt den Leeres unter der Mühle nicht zufällig gefunden. Ihr hattet Hilfe. Wer hat euch geholfen? Ich habe Nachforschung angestellt. Plötzlich hat es euch die Sprache verschlagen. Ich möchte jene, die nicht anwesend sind, lieber nicht in die Sache reinziehen. Diskretion. Ihr versteht sicher. Wir haben eh schon den Namen. Euer Vater geht auf Hexenjagd. Ja, euer Leben steht auf dem Spiel. Beides ist richtig. Euer Vater ist überzeugt, eine Hexe habe den Brunnen vergiftet. Caleb Watson wurde durch eines eurer Rituale verflucht. Konzentriert euch besser. Wir müssen dem Teufel mit seiner eigenen Masche trotzen. Das ist das reinste aller Werke Gottes, pflegte mein Vater immer zu sagen. Ja, ich kann mir lebhaft vorstellen, dass euer Vater so etwas sagt. Mit 10 kam ich zum ersten Mal mit Dämonologie in Kontakt. Er sah mich als seinen Erben an. Aber dann auf einmal waren die Bücher für mich verboten. Also stahl ich sie. Die gleichen Bücher, die ich als Junge stets lesen musste. Im Gegensatz zu ihm verstehe ich sie. Ich habe nichts Falsches getan, außer dass ich sie klaute. Ihr habt Dämonologie studiert. Ganz ohne Hilfe? Ich gebe zu, als mein Vater mir meine Studien verbat, widersetzte ich mich ihm und machte heimlich weiter. Die dicken Bücher waren langweilig, bis sie verboten waren. Plötzlich konnte ich nicht genug von ihrem geheimen Wissen aufsaugen. Seltsam, nicht? Vor kurzem dann zeigte mir ein guter Freund meines Vaters, dass ich bis dahin lediglich an der Oberfläche gekratzt hatte. Wer war dieser Freund eures Vaters? Ein wandernder Franzose, der New Eden in den letzten Jahren häufig einen Besuch abgestattet hat. Er nennt sich einen Sucher nach der ultimativen Wahrheit. Er war ein erfolgreicher und profunder Denker. Mein Vater war so stolz, mit ihm zu reden. Für ihn ist Wissen die Leiter zu wahrer Größe. Und wahre Größe ist der Preis. Für mich ist Wissen selbst der Preis. Tja. Dann sehen wir uns diesen Schleim mal genauer an. Nachdem dieser Klagegeist nun fort ist, kann auch ich fortgehen. Bitte gebt auf euch Acht. Mein Zuhause steht euch immer offen. Wenn ihr irgendwas braucht, bedient euch. Das Aralu ist nicht euer Zuhause, Lamy. Trotzdem, danke. Entschuldigt meinen morbiden Enthusiasmus, Fräulein Duarte. Aber dürfte ich euch ein paar Fragen stellen? Was möchtet ihr wissen? Müsst ihr noch essen? Spürt ihr Hunger? Tut mir leid, es ist nur, ihr seid der erste Geist, den ich getroffen habe. Also persönlich, meine ich. Ich esse nichts. Nicht so, wie ihr das tut. Ich verspüre Hunger. Aber ebenfalls nicht so wie ihr. Faszinierend. Und könnt ihr Dinge berühren? Riechen? Sehen Farben noch so aus, wie ihr sie kanntet? Meine Sinne haben sich verändert.
Es ist schwierig, das zu beschreiben. Ich kann sehen, manchmal auch berühren. Ich rieche nichts. Laut Red, ein Segen. Wie nehmt ihr auf dieser Ebene Form an? Fühlt ihr euch an sie gefesselt oder seid ihr aus freien Stücken hier? Es ist, als würde ich mich an ein Seil klammern und hoch über einem Abgrund baumeln. Selbst wenn ich loslassen wollte, könnte ich es nicht. Aha. Wie sieht es mit euren Verbannerfertigkeiten aus? Könnt ihr sie einsetzen? Funktioniert eure Ausrüstung noch? Schadet sie euch als Geist nicht? Die Male an meinen Händen und die Ringe an meinen Fingern sind nicht wirklich da. Für mich sind sie nichts weiter als eine Erinnerung. Könnt ihr mit jedem Geist reden, wenn ihr es wünscht? Nein. Ich kann Spuren ihrer Anwesenheit ausmachen. Um reden zu können, muss ich einen Prozess anwenden. Und doch kann ich mit euch reden. Wundersam. Die Toten sind selten so wortgewandt oder so entgegenkommt. Meistens sind sie sogar ziemlich rüde. Ich denke, wir sollten los. Vielleicht ein anderes Mal wieder? Aber wir haben doch gerade erst an der Oberfläche der großen Mysterien gekratzt. Seht euch doch um. Wir stehen hier jenseits der letzten Grenze. Entschuldigung. Eigentlich wollte ich sagen, jawohl, Fräulein Duarte. Ja, nach diesen tollen... Ach, die stand in mir drin. Ja, toll. Hätte ich das mal vorher gewusst, dann sähe das nicht so paranoid aus, wenn die beiden hier miteinander reden. Okay, aber ich würde sagen, ich weiß jetzt leider nicht, wie lange das jetzt dauern wird, aber da diese Folge schon wahnsinnig lange geworden ist, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge die Quelle des Schleims hoffentlich erreichen werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.